Liebe Zeitzer, liebe Burgenländer, liebe Gäste, die wir heute auch hier haben. Erstmal vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wieder einmal an einer AfD-Veranstaltung teilzunehmen, dass Sie Ihre Freizeit dafür opfern und dass Sie auch gegebenenfalls sich der einen oder anderen Anfeindung damit aussetzen. Aber ich kann immer wieder nur sagen, diejenigen, die zuerst aufstehen, die zuerst nach vorne treten, sind eben auch die, die den meisten Wind abbekommen. Aber es sind auch die, die zuerst irgendwann sagen können, wir waren dabei, wir haben was getan für unsere Kinder, für Deutschland und kommende Generationen. Und genau das gilt für Sie. Vielen Dank dafür erstmal. Der Anlass, der Hauptgrund für diese Demonstration heute hier, ist ja, dass wir wieder einen Vorfall hatten in Zeitz im Zusammenhang mit Ausländerkriminalität. Wenn wir ein wenig zurückschauen, haben wir ja schon mehrere solche unrühmlichen, unliebsamen Ereignisse in den letzten Monaten gehabt. Wir erinnern uns dran, im vorigen Jahr in Nebra, im Burgenlandkreis, eine junge Frau, 23 Jahre, vergewaltigt von einem, wie soll es leider anders sein, Syrer. Wir wissen, in Naumburg, wo ein Syrer-Clan wirklich sein Unwesen trieb und leider immer noch treibt, wo unter anderem eine Polizeiwache einen Besuch erhalten hat von einer kriminellen Syrer-Familie und wo wirklich die Polizisten bedroht worden sind mit der Aussage, ich sage jetzt mal fast wörtlich, ich jage jedem Bullen eine Kugel durch den Kopf. Und wo selbst ein Innenminister Stahlknecht einräumen musste, hat er sehr ungern getan, aber einräumen musste, ja, hier haben sich bereits Parallelgesellschaften aufgetan. Das ist Zustand leider mittlerweile auch im Osten, in Sachsen-Anhalt, im Burgenlandkreis. Und wenn wir schauen, das jüngste Ereignis hier in Zeitz, wurde vorhin schon angesprochen, eine junge 23-jährige Frau von drei Syrern im Grunde in die Mangel genommen, versuchte Vergewaltigung, die Frau konnte sich Gott sei Dank daraus befreien, dann muss ich sagen, sind das eben keine Einzelfälle mehr. Nein, das ist mittlerweile Normalzustand geworden in Deutschland, in Sachsen-Anhalt, im Burgenlandkreis. Und ja, das ist eben auch ein Verschulden unseres Landrates Götz Ulrich von einer CDU. Denn Herr Ulrich kommt einfach nicht umhin, abzulassen von seinem Hang zum Multikulti. Er ist immer noch der Meinung, ich habe auch mit ihm persönlich schon im vorigen Jahr darüber gesprochen, immer noch der Meinung, es handele sich hier um eine Bereicherung. Er ist der Meinung, hier kommen Fachkräfte zu uns, die wir hier brauchen. Und ich muss sagen, Herr Landrat Götz Ulrich, wachen Sie endlich auf! Denn ein Herr Ulrich ist hier im Burgenlandkreis genauso ein deutschfeindlicher Erfüllungsgehilfe einer Kanzlerin Merkel, wie es ein Ministerpräsident Haselhoff für das Land Sachsen-Anhalt ist. Das sind im Grunde genommen Politiker, die nichts anderes machen als das Diktat von oben, was ganz einfach gegen das deutsche Volk gerichtet ist, bis nach unten durchzudirigieren und durchzuregieren. Und da muss ich sagen, diesen Politikern eine ganz klare Absage, wir haben genug davon, Angie, es reicht. Abwählen! 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 Und ich komme gerade aus dem Landtag von Sachsen-Anhalt in Magdeburg und heute großes Thema war der Bericht des Verfassungsschutzes. Der ist nämlich heute ganz brandaktuell veröffentlicht worden. Hat natürlich auch die Fraktion heute ein wenig umgetrieben und Sie alle wissen ja, dass Innenminister Stahlknecht vor einigen Monaten
den Verfassungsschutz beauftragt hat, zu prüfen, ob die AfD nicht unter Beobachtung gestellt werden müsste. Das ging bundesweit durch die Presse, handelte sich ja dabei um die AfD in Sachsen-Anhalt, und man hat Aussagen Einzelner, die aus Chatprotokollen entnommen wurden, die im Grunde veröffentlicht wurden, genommen, um den Versuch zu starten, die AfD Sachsen-Anhalt insgesamt als verfassungsfeindlich hinzustellen. Ganz klar ist heute, der Bericht spricht eine ganz deutliche Sprache für die AfD Sachsen-Anhalt. Und ich darf ihn mal kurz daraus zitieren, nämlich der Chef des Verfassungsschutzes Sachsen-Anhalt, Herr Jochen Hollmann, hat heute eindeutig festgehalten, ich zitiere, Rechtsextremismus ist kein bestimmendes Element der AfD. Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte für Verfassungsfeindlichkeit und somit auch keine Beobachtung, weder Einzelner noch der Partei. Zitat Ende. Und ich denke mal, dieses Ergebnis wird Herrn Innenminister Stahlknecht nicht gefallen haben. Gar nicht gefallen haben. Und das Fazit des Berichtes des Verfassungsschutzes lautet dahingehend, von der AfD geht keine Gefahr für die freiheitliche Grundordnung des Staates aus. Punkt. Genauso ist das auch, vollkommen richtig. Und ich muss sagen, lieber Herr Jochen Hollmann, und das lieber meine ich jetzt wirklich ernst, und hochverehrter Herr Innenminister Stahlknecht, und das hochverehrte meine ich jetzt nicht ganz so ernst, ich hätte Ihnen von Anfang an gleich sagen können, dass die AfD natürlich keine Gefahr für die freiheitliche Grundordnung unseres Staates ist. Denn es gibt überhaupt keine andere Partei mehr in Deutschland, die tatsächlich noch auf dem Boden des Grundgesetzes, auf dem Boden des freiheitlichen Rechtsstaates steht, so wie es eine AfD tut. Wir verteidigen ja gerade unseren freiheitlich-demokratischen deutschen Staat, und davon können sich andere Altparteien eine ganz, ganz dicke Scheibe abschneiden. Das ist die Wahrheit. Und ganz im Gegenteil, es ist ja gerade eine CDU, für die ja auch ein Herr Stahlknecht spricht, mit ihren linken Erfüllungsgehilfen, die ja selbst zumindest verfassungsbedenkliche Politik gegen das deutsche Volk und gegen Deutschland macht. Die sind ja diejenigen, die im Grunde unter Beobachtung gestellt werden müssten. Denn eine Partei mit ihren linken Gehilfen, die einer Islamisierung in Deutschland Tür und Tor öffnen, einer grundgesetzwidrigen Religion, sind für mich persönlich selber verfassungsrechtlich äußerst bedenklich. Und das sollte sich unser Innenminister gewaltig hinter seine großen Ohren schreiben. Und auch das Beispiel Hamburg hat ja ganz deutlich gezeigt, woher in Deutschland wirklich die Gefahr kommt, von welcher Seite wirklich Gefahr droht. Auch bezüglich des Berichtes des Verfassungsschutzes haben Zeitungen berichtet, ja, linke Gewalt ist gestiegen, aber eigentlich droht die Gefahr immer noch von rechts. Und da muss ich sagen, das ist ganz große Augenwischerei. Und die AfD-Fraktion wird sich den Bericht sehr genau zu Gemüte führen. Und ich gehe mal davon aus, dass es wieder einmal so sein wird, dass es sehr, sehr, sehr viele sogenannte rechte kriminelle Delikte gibt, die allein aus dem Bereich Propagandadelikte hervorgehen. Dem Bürger da draußen interessieren aber viel mehr andere Straftaten, nämlich die Straftaten, die ganz direkt seine persönliche Sicherheit betreffen. Denen interessieren Straftaten wie sexuelle Übergriffe,
Den interessieren Straftaten von Gewaltverbrechen. Den interessieren Straftaten von beschmierten Autos, von zerstörten Autos und Schaufensterscheiben. Das sind die Straftaten, die relevant sind. Und natürlich interessieren den Bürger Straftaten im Zusammenhang mit Terrorismus. Und diese Gewalttaten wiederum haben enorm zugenommen seitens des Linksextremismus, aber auch im Zusammenhang mit der Masseneinwanderung. Und wenn wir das unter diesem Aspekt einmal betrachten, das Ganze muss man sagen, die Gewalt von rechts, die Gefahr von rechts, gab es und gibt es sicherlich auch, die gibt es von jedem Extremismus. Angestiegen ist aber die Gefahr des Linksextremismus und des religiösen Extremismus, ganz einfach des Islam. Und das ist leider die ungeschönte Wahrheit, die auch unsere Altparteienpolitiker irgendwann einmal verstehen müssen. Deswegen ist es wichtig, dass wir gemeinsam in einen patriotischen Bundestagswahlkampf gehen. Das ist ein Schicksalswahlkampf und das ist auch eine Schicksalswahl. Denn mit dieser Wahl werden ganz wichtige Weichen gestellt für die Zukunft Deutschlands. Wir selber wissen natürlich, dass die AfD gleich zu Anfang noch nicht mit einem Ergebnis aufwarten kann im Bundestag, wo sie selber sehr positiv die Geschicke unseres Landes lenken kann. Das wissen wir auch, aber das mag sein, das ist schade. Wir sind realistisch genug, um zu wissen, dass wir aber eine starke Opposition stellen werden in einem neuen Bundestag und dass dort endlich die Themen auf die Tagesordnung kommen, die dort längst überfällig sind. Nämlich die Themen, die beispielsweise eine CSU zwar auf ihren Wahlplakaten stehen hat, die es aber eine CSU nie geschafft hat, im Bundestag mal zur Debatte zu machen. In der Regierung. Da kommen die Themen auf die Tagesordnung, die andere auch gerne im Wahlkampf verwenden, die aber nur von einer AfD im Parlament, im Bundestag erst noch als eingebracht werden. Und dann wollen wir mal sehen, wie sich Bundestagsfraktionen der Altparteien bei ganz bestimmten Themen positionieren. Da bin ich jetzt schon sehr, sehr gespannt darauf und ich freue mich jetzt schon auf die Redebeiträge unserer AfD-Bundestagsabgeordneten und Kandidaten. Und es stellt sich immer die Frage, was kann man denn tun als Oppositionsfraktion? Da hat man ja noch gar nicht viel Möglichkeit. Ich muss sagen, nein, das stimmt nicht. Man hat sehr viele Möglichkeiten. Und in der jüngsten Studie der Otto-Brenner-Stiftung wurde auch den AfD-Fraktionen in den Landtagen Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ganz klar beschieden, dass sie dort sehr gute Oppositionsarbeit machen. Und besonders der AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt wurde bescheinigt, dass sie die Kenia-Koalition und die CDU regelrecht vor sich hertreiben. Und besser kann man keine Opposition machen. Und ich kann Ihnen versprechen, das wird ganz genauso im Bundestag der Fall sein. Wir haben uns sehr große Mühe gegeben, Kandidaten auszuwählen, die den Gedanken der AfD 1:1 in den Bundestag tragen werden. Lassen Sie uns eines klarstellen. Nur die AfD steht dafür, dass wir endlich direkte Demokratie und Volksentscheide auf Bundesebene bekommen. Niemand anders verfolgt dieses Ziel, denn wir wollen, dass Entscheidungen wie EU-Verträge, wie Lissabon-Vertrag, wie Euro-Einführung endlich von denen abgestimmt und beschieden oder auch abgelehnt werden können, die zum Schluss die Zahlmeister sind. Das ist der deutsche Bürger und Steuerzahler. Der hat zu entscheiden und nicht eine abgehobene Politikerkaste. Und es gibt nur eine Partei, die ganz klar sagt, Stopp mit einer Islamisierung in Deutschland und Europa. Und ich freue mich immer wieder, dass unsere Mitglieder ganz klar im Programm festgehalten haben,
Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ich persönlich sage, er gehört nicht einmal zu Europa. Und wir sind nun mal auch die einzige Partei, die ganz klar linken Gesellschaftsexperimenten den Garaus machen möchte. Wir wollen nicht mehr das Experiment Multikulti um jeden Preis. Wir wollen nicht mehr Genderwahnsinn und wir möchten auch kein Inklusionstheater mehr. Weder auf kommunaler Ebene, wo ich auch immer kräftig mitdiskutiere, noch auf Landes- oder auf Bundesebene. Das sind Gesellschaftsexperimente, zu denen niemand jemals befragt worden ist, für die aber alle zahlen dürfen. Da sagen wir nein, das Geld ist an ganz anderer Stelle viel, viel besser aufgehoben. Das sagt aber allerdings nur die AfD. Deswegen ist eines klar, am 24. September gilt für jeden deutschen Patrioten die Pflicht, selbst in die Wahlkabine zu gehen, das Kreuz bei der AfD zu machen, so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen, ihm es gleich zu tun am 24.09. und ein Wahlergebnis, ein positives Ergebnis für die AfD hervorzurufen, wo man sich sagen kann, heute am 24. September 2017 haben wir etwas Großes für Deutschland geleistet. An diesem Tag muss man sagen können, haben wir etwas getan dafür, dass Deutschland mit gutem Gewissen erhalten bleibt und mit gutem Gewissen an kommende Generationen weitergegeben werden kann. Im Sinne unserer Ahnen und im Sinne neuer Generationen unserer Kinder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.